damit hallo und herzlich willkommen zurück hier von unserer kleinen Steinbruchanlage, wo wir versuchen, ja Gold jetzt nicht, das haben wir im Livestream versucht die Woche, aber wo wir versuchen Kupfer zu finden, massenhaft. Und ich glaube, wir haben ganz gute Karten hier dabei. Das sieht doch recht gut aus. Ja, bisher läuft es zumindest. Sehr schön. Ne, komm schon. Oder ein bisschen mehr. Ah, geht doch. Ah, das funktioniert wirklich super. Ja, hier funktioniert das noch, ne? Bei Space Engineers ist momentan grau, Sachen abzubauen mit per Hand. Weil du halt sofort alles zerstörst. So wie du beim Bohren mit dem Bohrer gegen etwas Abgebautes, gegen so ein Erz gegenkommst, löst es sich sofort im Wohlgefallen auf. Vorher konnte man das so wie hier machen, hast ringsum abgebaut, dann lag alles da, hast alles einzeln aufgesammelt und das geht jetzt halt nicht mehr, weil man es halt einfach noch permanent zerstört. Du kannst immer noch ganz kurz ranticken, so einmal kurz so kurz machen, ne? Und dann musst du schon wieder anfangen aufzusammeln, weil du ansonsten dagegen kommst und das ist ärgerlich, das ist richtig ärgerlich. Also kann man eigentlich nur noch mit Maschinen dann entsprechend halt abbauen, ja. Alles andere macht gar keinen Sinn mehr. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. So. Weil ich mag es eigentlich immer so Sachen anzuhäufen und sie dann aufzusammeln. Ich finde es irgendwie ganz cool, weiß auch nicht warum. Irgendwie ist das so. Vielleicht so ein kleiner Tick oder sowas, so ein Steinsammler-Tick. Vielleicht. Ja, wer weiß. Mal gucken. So, ich habe auch gar nicht nachgeschaut, wie viel wir jetzt eigentlich schon haben. 93, oh, ist doch schon mal ganz gut. Das ist ja, sind wir schon echt ordentlich dabei. Ja, ein guter Weg, würde ich sagen. Aber hiervon werde ich auch ein bisschen mehr bauen. Wir haben ja gesehen, dass wir da dann doch etliches benötigen. Oh, und kaum sage ich das, droppt das Zeug hier bis zum Umfallen. Wahnsinn, ey. Habe ich richtig hier die Kupfererzader getroffen? Kann das sein? Gibt es sowas? Da muss ich ja irgendwie, nur ich das hier sehe, wie viel jetzt hier gerade rumliegt. Wahnsinn. Krass. Echt heftig hier. Wie es hier gerade alles nur so raussprudelt. 158, ja, gehen wir auf 200, würde ich sagen. Ne, gehen wir auf 200 hoch. Solange wir hier einen Run haben, machen wir das. Schön alles reintrimmen, ja. War schon cool, ne? Ja. Ich bin da wirklich gespannt, also bei der Roadmap, wo ja die Umfrage vor einer Weile war, letztes Jahr, war ja etliches, also waren richtig coole Sachen ja auch dabei. Also ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt alles so umsetzen nach und nach und was davon als nächstes kommt. Mich interessiert ja eigentlich fast immer nur der Survival-Charakter natürlich mitbauen zusammen, ne? Das ist für mich bei den Spielen eigentlich immer mit das Wichtigste. Ja, solange das dann stimmt und ich meinen Spaß haben kann. Da bin ich dann immer ganz gerne dabei. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit sowas wie hier zum Beispiel, ja, du musst halt Lebensmittel haben und alles. Es ist halt noch was ganz anderes vom Überleben her. Wobei mir hier halt ein bisschen das Erkunden fehlt. Ja, und das mit dem Bauen, das könnte man auch ein bisschen weit verbessern. Aber gut, man hat ja noch viel Zeit, ne? Man hat ja auch noch viel vor. Von daher sollte man da auch, glaube ich, ganz entspannt an die Sache gehen. Und bisher machen die ihre Sache wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin froh, dass es einen deutschen Entwickler gibt, der hier so ein Spiel, so ein Genre und Thema halt aufgreift und da was macht. Wir haben zu wenig deutsche Entwickler, die irgendwie was machen, aber man muss auch überlegen, wie riskant das Ganze ist. Und man hat ja bei Crytek gesehen, wie schnell sowas halt nach hinten losgehen kann. Und das tut mir echt in der Seele weh, dass das bei denen halt so daneben gegangen ist. Ja. Dabei waren sie die Hoffnung für die Spielebranche. Mit Far Cry damals, ne? Gut, okay, das haben sie dann sich wegnehmen lassen durch Ubisoft. Die das Ganze jetzt verkommen lassen. Beziehungsweise halt komplett zweckentfremden eigentlich. Ziemlich, ziemlich schade, muss man sagen. Aber naja, gut. Gab ja auch Geld. Ja, ich hoffe es mal. Genau, ich denke, das bisschen noch hier
Dann sollten wir jetzt eigentlich glücklich und zufrieden sein mit 263. Ja, das denke ich auch. Ist ein Weg frei buddeln. Ups, falsche Taste. Ich muss hier so ein bisschen genau, dass man hier rauskommt, ne? Bisher ist keine Möglichkeit hier rauszukommen. Ja, machen wir hier ein bisschen runter. Dass man doch vernünftig rauskommt, ansonsten kriegt man nur Probleme mit der Zeit. Ah, ein Sturm, hä? Ja, so geht das schon besser. Krass. Ja, das ist halt auch das Schöne mit dem Wetter und so, ne? So. Sehr, sehr, sehr cool, muss man einfach sagen. Oh, hübsch. Schnieke. Das kann sich dann sehen lassen. Siehst du auch hier, bewegt sich dann alles entsprechend. Klar, es könnte optisch nochmal ein bisschen besser sein, wenn man sieht, wie es halt bei Planet Nomads zum Beispiel aussieht. Und die nutzen ja auch die Unity Engine. Aber es ist in Ordnung, es ist echt okay. Also, was ich auch immer bei den ganzen anderen Simulator-Games sage, mir kommt es bei solchen Spielen nicht vorderrangig auf die Grafik drauf an. Wenn ich was Grafikmäßiges zocken will, dann hole ich mir Doom oder sowas wie Witcher oder halt irgendein Call of Duty Teil oder Battlefield oder sowas oder hier Deus Ex oder ja, Watch Dogs zum Beispiel. Ja, Watch Dogs ist ein sehr gutes Beispiel und Deus Ex, die sehen halt wirklich mega, mega gut aus. Ja, wobei, die hole ich mir auch nicht wegen der Optik, sondern halt wegen des Spiels. Ne? Ja, weil ich halt dieses Spiel an sich cool finde und halt zocken will. Das muss man, glaube ich, immer unterscheiden. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass jemand sich wirklich nur wegen der Grafik ein Spiel holt. Was macht das denn für einen Sinn? Findet man dann das Spiel überhaupt gut? Würde man dieses Spiel überhaupt zocken? Zockt man das dann überhaupt? Das sind so lauter Fragen, die mir halt im Kopf rumschwirren. So, ein bisschen Mais essen. Das ist dann, hier müssen wir mal das Fleisch in den Kühlschrank packen. Sonst verkommt das mit der Zeit. So, ist auch alles fertig. Genau, kann das hier auch mit rein. Ja, ist ja auch was. Ja gut, Pflanzenfaser. Kann ich das noch mit dazulegen? Ja gut, okay, packen wir es dann drauf. 20 geht anscheinend immer. So, jetzt müssten wir aber eigentlich alles haben, damit wir hier entsprechend jetzt loslegen können. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall davon noch 3 Stück und dann genau, dann habe ich in jede Richtung 2, das hatten wir schon mal besprochen, das ist eigentlich am besten. Okay, ich brauche einmal das hier wegen dem Hexer und ich brauche eine normale Frachtbox. Ja, genau. Richtig, das ist notwendig. Und ja gut, einen mobilen Kühlschrank habe ich noch nicht. Wie sieht's eigentlich aus? Haben wir denn schon wieder ein Level Up? Hm. Von Freischaltpunkte. Ja, anscheinend haben wir da so ein paar. Okay, dann gucken wir doch mal. Hoover Vessel. Genau. Scheinwerfer wäre nicht verkehrt. Schalten wir frei. Der mobile Kühlschrank ist auch wichtig. Mobiler Konstruktor sehe ich jetzt noch nicht so. Andockplatte, nee. Das nehmen wir mal noch mit. So. Wasserstoffgenerator, nee, den brauche ich nicht. Tools, genau, den hätte ich gerne. Hier irgendwas. Genau, das hier. Das ist das, was das Zielfernrohr hat. Ja, das wäre dann gar nicht so verkehrt. Was haben wir bei der Basis? Sauerstoffstation. Brauchen wir. Schwerkraftgenerator. Nee. Raketenabwehrgeschütz. Automatiktür. Gepanzert. Mhm. Reparaturstation. Nehmen wir auch mal mit. Ah, sieht ja auch gut aus hier. Was soll man bei Small Vessel? Achso. Hier war natürlich das.
Dann nehme ich, glaube ich, doch den mobilen Konstruktor noch mit. Ja, schaden kann es nicht. Und die Minigun nehmen wir auch. Vorsichtshalber. Natürlich dann das mit dazu. Das geht nicht mehr, aber dafür geht der Sauerstofftank. Hm? Sehr schön. Nun haben wir doch einige Sachen. Und beim nächsten Level-Up machen wir dann den Rest noch. Okay, bisher funktioniert es anscheinend alles ganz gut. Das freut mich. Okay. Jetzt mal überlegen. Na, gehen wir mal hin. Beziehungsweise, ne, ich brauche jetzt nicht direkt hingehen. Habe ich mich jetzt runtergeschubst? Ne, nicht ganz. So, das wird ja entsprechend... Achso, ich habe das Cockpit gar nicht gebastelt, oder? Nee, siehst du, habe ich noch gar nicht gebastelt. Das müssen wir nur nochmal nachholen, ne? Ja gut, da muss ich erstmal die ganzen Teile herstellen, das ist wichtig. Jetzt will ich nur überlegen, was wir hier drinnen noch machen könnten. Das ist ja auch nur Deko, dann kann ich das eigentlich auch wegnehmen. Naja. Alles weg. Was haben wir damit? Braucht man nicht. Braucht man auch nicht. Das Licht lasse ich mal. Genau, also auch das Pflanzenlicht. Persönliche Frachtbox. Ich pack das mal hier hin. Ja, braucht kein Mensch. So, kurz ausruhen, genau. Ausdauer wieder aufgefüllt. Sehr schön. Bin ich doch glücklich und zufrieden. Nehmen wir was anderes noch. Das ist hier diese komische Munitionskiste, die aber eigentlich gar nicht für uns ist. Also nehmen wir die hier weg. Genau. Da kann ich jetzt einfach mal den Betonblock hinsetzen. Das mache ich jetzt auch mal. Genau. Damit das dann zu ist. Das hier reinpacken, genau. Das kann man schon beschleunigen. Braucht halt ein bisschen, ne? Muss halt wirklich jede Kleinigkeit herstellen. Schade. Ach, Mist. Na gut, ich könnte halt wirklich schon mal anfangen. Wir haben hiervon schon mal welche und praktisch den Generator. Dass wir das schon mal platzieren. Ich soll mich nicht runterschieben. Wir wissen nie, was da kommt. Also. Was wäre dann jetzt für nach vorne fliegen? Genau das dann. Mhm, könnten wir schon mal beschleunigen, das ist gut. So, und dann den hier. Also wir werden hier auf jeden Fall halt ein Rolltor dran machen, das heißt, der Generator sollte vielleicht... Sollte der liegen? Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich kann der hier hinterm Cockpit stehen. Das ist schon okay. Das ist schon in Ordnung. Natürlich muss ich dann auf den Sprit zugreifen, oder auf den Tank zugreifen können. Wie machen wir das jetzt am besten? Hinstellen? Und dann davor die Frachtboxen? Das könnte man machen. Ja, das würde sogar funktionieren, glaube ich. Was habe ich denn noch dabei? Hier, das. Genau, das kann er zum Beispiel hier dann einfach hin. Das braucht man ja sonst nirgendwo. Na, das Problem ist jetzt halt wirklich das Schwebeelement anzubringen, ne? Ja, das ist ein Problem. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Okay. So, dann hier. Hä? Was soll denn das jetzt? Achso, das war was anderes. Wo habe ich denn das da angebracht? Das muss ich mal gucken. Das hier ist... Ich glaube, hier hatte ich das angebracht, ne? Ha, 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 toll.
Ja, müssen wir gleich mal warten. Wenn ich die anderen Triebwerke habe, dann kann ich das soweit schon mal ausrichten, dass sich das ausgleicht und nicht wegfliegt. So. Genau. Das heißt, die Triebwerke. Kommt eins hier hin, würde ich sagen. Mhm. Dann machen wir das andere. Genau so und so. Und dann kann es jetzt auf jeden Fall nicht wegfliegen. Dann kann ich es nämlich schon mal anschmeißen. Und dann müsste es ja eigentlich abheben. Hoffen wir es. Ja, hoffen wir es wirklich. Ach, ich habe gar keinen Sprit drin. Ich habe auch gar keinen Sprit dabei. Aber ich müsste eigentlich noch welchen haben. Genau. Nehmen wir dafür mal welchen mit und ich sollte, glaube ich, auch mal neuen produzieren. Ah, 20 Stück reicht, glaube ich, erstmal. So. Achso, die hat jetzt da dran gesetzt. Das ist ja doof. Ja, na gut, okay. Er hat es erstmal da eingepackt, wo er halt irgendwie Platz hatte. Da hätte man vielleicht auch so auf die Idee kommen können. Und wir platzieren es dann halt gleich so, dass wir halt das anders haben. Ja, wenn er dann halt schwebt, dann kann man es ja umplatzieren. So. Sehr schön. Eigentlich brauche ich jetzt das Cockpit als erstes, aber na gut, okay. Ist auch soweit in Ordnung. Naja, dann würde ich sagen, lass dir ein bisschen rödeln und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Togger.